So, wir befinden uns gerade bei Airbus direkt vor den Helikoptern und neben mir van Gent, der eine Testpilot. Herr Gent, wie ist es denn so, Testpilot zu sein bei den Helikoptern für Airbus? Es ist ein wunderbarer Beruf mit einer sehr großen Verschiedenheit. Wir können ja mehrere Hubschrauber fliegen in der Entwicklung und haben dadurch dann auch einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Hubschraubers, um eine sichere Kundenmission durchzuführen. So, man ist wirklich im Design mit drin und dafür dann auch verantwortlich. Am Ende macht es natürlich das meiste Spaß, dann das Endprodukt, was durch die clevere Ingenieure bei uns in der Firma gemacht worden ist, dann in der Luft zu nehmen, auch wenn es zum ersten Mal ist. Mein Aufregendste war eigentlich ein Flug, der unbemannt war. Das heißt, wir haben einen Hubschrauber in 2012 getestet, in Donauwörth gebaut, mit Hilfe von Fachingenieuren aus Ottobrunn. Und der First Flight von einem Hubschrauber ohne Pilot an Bord war vielleicht eine der schönsten Ereignisse von den letzten Jahren. Obwohl man dann selber nicht an Bord gewesen ist, aber trotzdem der Erfolg da war. Ich habe mehrere Lieblingshelikopter. Früher habe ich bei der niederländischen Air Force geflogen und bin ich sehr gerne der Apache Kampfhubschrauber geflogen. Ist allerdings nicht von Airbus. Mittlerweile muss ich sagen, ist die Maschine, die im Hintergrund steht, eine meiner Lieblingsmaschinen, die H145, in diesem Fall in der militärischen Variante. Und ich liebe auch die CA-53, die wir für die Bundeswehr vor ein paar Jahren umgebaut haben, auf modernste Cockpit- und Missionstechnologie. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank dafür.